einer exklusiven Geburtstagsgala zelebriert Holiday on Ice die beliebteste Eisshow der Welt, 70 Jahre Entertainment der Spitzenklasse. Begonnen als kleine Hotelshow im Dezember 1943, hat die Eisshow heute bereits über 325 Millionen Zuschauer weltweit begeistert. Eine wahre Erfolgsgeschichte. 70 Jahre nach der ersten Vorstellung geht es einmalig, nämlich für die Geburtstagsgala, wieder in ein Hotel zum Feiern. 80 Quadratmeter Eis dürfen dafür nicht fehlen. Eis lässt Prominente alles andere als kalt. Um auf die Ära Holiday on Ice anzustoßen, strömen zahlreiche prominente Gäste auf den roten Teppich. Glamour, Kunst, Emotionen, Federn, Pailletten, einfach wahnsinnige Disziplin, die leicht aussieht und Lust macht zum Zuschauen und zum Mitträumen. Ich frage mich immer, wie schafft Holiday on Ice so absurden Sachen auf dem Eis zu machen, wie Feuerwerk oder die hatten wirklich letztes Jahr Feuer auf dem Eis. Ja. Wie geht das überhaupt? Als junges Mädchen war ich mal auf dem Eis und das war Horror. Ich lag die ganze Zeit immer nur und habe mich da an der Bande festgehalten. Ich lasse lieber die anderen laufen, deswegen bin ich ja bei Holiday on Ice. Aber vielleicht werde ich heute noch entdeckt. Also ich finde, ich sehe so ein bisschen aus wie eine Eisprinzessin. Schauen wir mal. Als Tribut an die 70-jährige Holiday on Ice-Tradition zieht sich das Motto Platinum durch das Programm der neuen gleichnamigen Show. Eislauflegende Norbert Schramm, der das letzte Mal vor 13 Jahren für Holiday on Ice auf dem gefrorenen Nass stand, führt persönlich durch alle Platinum-Shows und nimmt dabei das Publikum mit auf eine Reise durch die Eiskunstlaufgeschichte. Das Publikum hat mich da immer sehr warmherzig aufgenommen und hat mir sehr viel entgegengebracht in Form von Applaus. Und das hat natürlich immer sehr motiviert, jeden Tag alles zu geben. Und auf diese Momente möchte ich eigentlich gar nicht verzichten und freue mich schon drauf, dass das jetzt wieder kommen wird. Ein weiteres Highlight in Platinum werden die glamourösen Kostüme von Stardesigner Harald Glöckler sein. Der schillernde Ehrenbotschafter von Holiday on Ice hat eine komplette Szene mit seinen glamourösen Kreationen ausgestattet. Sie repräsentieren einen Look der Dieben, Eleganz. Aber auch das, was eben Holiday on Ice repräsentiert, die laden die Zuschauer ein zum Träumen, zum Schwelgen. Ich möchte den Menschen Schönheit zelebrieren, Schönheit servieren und das macht Holiday on Ice ja auch sehr erfolgreich seit vielen, vielen Jahren. Startenor Laszlo Malecki ist gekommen, um Holiday on Ice auf seine ganz persönliche Art und Weise zu gratulieren. Die einzigartige Mischung aus Musik, Spektakel, Tanz und Höchstleistung verzaubert die Menschen bis heute. Doch wohin wird die Reise gehen? Natürlich ist es spannend zu schauen, welche prominenten Gesichter man dazu haben kann. Das ist für die Menschen da draußen wunderbar und auch ganz toll. Aber es ist eine Ensembleleistung von einer fantastischen Gesamtcast und auch das überzeugt. Ich glaube deshalb als Fazit nicht, dass sich so wahnsinnig viel am Grundrezept ändern muss. Eine vielversprechende Zukunft steht bevor. Doch heute Abend wird erst einmal gefeiert, getanzt und ein bisschen geträumt. Die neue Eisshow Platinum tourt ab dem 21. November bis Ende Februar 2014 mit Eislauflegende Norbert Schramm und den Kostümen von Harald Glöckler durch 14 Städte bundesweit.